allerwichtigsten ist es für einen Künstler, dass er sich nicht einfach schamlos wiederholt, sondern dass er versucht, jedes Mal etwas Neues zu machen. Also ich bin zur Kunst gekommen. Mein Vater hat sich sehr viel mit Film beschäftigt und damals hat man auf der Filmhochschule, wenn es darum ging, Räume auszuleuchten oder Porträts zu machen, da hat man sich oftmals die niederländischen Meister angesehen. Und insofern hatte mein Vater auch zur Malerei ein sehr starkes Verhältnis und hat mich hier in die sehr nahegelegene Gebildegalerie Berlin-Dahlem geführt. Das ist für mich ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Ich war vielleicht 8 Jahre alt oder 9 und habe mir die Bilder von Rembrandt angesehen. Und ich glaube, das war es eigentlich. Also man würde es bezeichnen als Plein-Air-Malerei, das heißt also Malerei vor der Natur, so dass ich auch sehr viel unterwegs bin, hier in den Straßen Berlins beispielsweise, auch bei Nacht oder bei schlechtem Wetter oder auch irgendwo im Ausland unterwegs. Viele Bilder entstehen auch in Städten. Stadtbild ist so eigentlich mein Hauptmotiv. Es geht nicht um die Abbildung der Wirklichkeit, denn die kann ja durch Fotografie perfekt heutzutage mechanisch oder auf irgendeine digitale Art und Weise geschaffen werden. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, aber ich glaube, genau das, was die Fotografie nicht schafft, das ist der Rest, der für die Malerei übrig bleibt und der ist gewichtig genug. Da kann man genug machen. Also meine Eltern wollten nicht, dass ich Maler werde. Und ich denke auch schon, dass es sehr gut von ihnen war, dass sie das eigentlich nicht wollten. Denn wenn man Künstler werden will, dann sollte man in der Hauptsache Widerstände brechen. Ich glaube, dass wir heutzutage uns entwickeln von einer sehr fantasievollen und gebildeten Gesellschaft in eine eher mit Unterhaltungsmedien beschäftigte Gesellschaft, die auch bei der Unterhaltung auch kaum noch Fantasie abverlangt, sondern wir lassen uns eigentlich eher so ein bisschen gehen und versuchen, die Zeit zu vertreiben, die ja dann, wenn man älter wird, zunehmend kürzer wird natürlich. Ich denke, dass eine gute Kunst die Fantasie des Menschen anregen sollte, damit er in der Richtung wieder bereichert wird. Das fehlt eigentlich in unserer Gesellschaft.